Recht so langsam. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Wir sind hier in Part 26. Wir verlassen jetzt mal die Garage und ich habe mir gedacht, nachdem wir den guten Travis ja die letzten Tage etwas ignoriert haben, fahren wir heute ein paar Outlaw-Missionen. Ich meine, nachdem vor 2 Folgen die Cops uns ein wenig genervt haben, um es freundlich auszudrücken. Ja, danach nerven wir sie heute. Absolut besten Downtown-Läufe. Pass nur auf die Polizei auf. Bin gespannt, was du drauf hast. Also geh da raus und fahr. Viel Glück. Ja, das machen wir aber nicht heute. Das machen wir nicht heute. Travis befindet sich hier unten, gewinne das Sprintrennen mit den Outlaws. Engel fangen keine Teufel. So sieht's mal aus. So sieht's aus, Leute. Na, dann gehen wir mal rein. Das ist Maroshi, Travis und Dan, wer auch immer Dan ist. Ich habe mal aus Versehen ausnahmsweise die richtige Abzweigung genommen. Es geht mal gut los, ne? Hi Travis. Mal gucken, was du so kannst. Wir gucken, was unser Waffe mittlerweile so kann. Hi. Na? Will da jemand spielen? Na, geht mir doch nicht. Jetzt mal hier schon wieder im Cooldown. Und wir pflügen hier einfach wunderschön durch. Wieder ein Polizeirevier vorbei. Aber kein Cop, der sich für uns interessiert. Komm, zieh durch, Kleiner. Okay, dem passiert ein ähnlicher Fehler. Also nicht so schlimm, sind wir nicht die einzigen Idioten. So, nur noch ein wunderschöner Kilometer vor uns. Na du. Okay, der klingt aber unerwartet. Das macht aber nicht wirklich was, weil wir haben Nitro. Und damit. Jetzt habe ich gedacht, ich kann hier noch wunderbar rechts vorbei, aber nein. Ja, und damit wurden wir nur Dritter. Rennen geht aber wunderbar schnell, das kann man wahrscheinlich gleich neu starten müssen. Nur mal kurz hier von den Cops erfahren. Komm schon, du denkst bestimmt, schlechter kann ein erster Eindruck nicht sein. Aber sieh's mal so, ist doch eine super Story, oder? Komm, wir probieren's nochmal. Ja, wir probieren's nochmal, aber erstmal. Oh, Alter, Stufe 4. Ein Schlag, Stufe 4, what the fuck, ey? Es geht ab. Es geht ab, Leute. Das ist ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber das ist in Ordnung. Ah, nein, nein. Wird das jetzt wieder so ein Event, wenn ich verkack? Wird das enorm aufwendig, von den Cops abzuhauen? Ich prinzipiell gerade überhaupt keinen Bock drauf, aber das ist wohl so. Gut. Wir fahren das Event gleich einfach nochmal. Na, so viel Cops gibt es hier ja gerade nicht. So, jetzt einfach auslaufen lassen, damit wir nicht im Zweifelsfall nochmal einem Cop entgegenfahren. Wunderschön. Wunderschön, Leute.
So, wir packen es nochmal dahin. Und diesmal bauen wir einfach mal keine Scheiße. Das habe ich jetzt einfach so beschlossen. Das klingt nach einem durchaus funktionierenden, plausiblen Plan. Oh, so machen wir das. Engel fangen keinen Teufel, die zweite. Und. Come on, come on, come on. Gas, 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 Kleiner. Und ein bisschen schön quer fahren. Um die Anklagkollegen ein bisschen zu provozieren. So machen wir das. Na, komm mal. Jetzt kommt gleich das erste Polizeirevier. Na du, bist du öfter hier? Ich möchte das spielen und ja, wir steigen sofort mit Stufe 4 rein. Ja gut, wir haben sie ja schon ein bisschen getriggert, die kennen uns ja schon. Dass die anderen mitfahren, macht es bestimmt nicht angenehmer für die Cops. Deswegen drehen wir gleich richtig auf. Ist okay, habe ich auch kein Problem mit. Haben wir eh gleich geschafft. Denke ich mal, diesmal verbremsen wir uns ja nicht. Gehen hier noch wunderschön die Kurve rein und aus Gas. So, noch 1,26 Kilometer. Noch eine schicke Straßensperre. Habt ihr wirklich hübsch gebaut, aber ineffizient. So, das wieder LKW. Da ist ein Cup. Ach, das war doch mal ein erster Eindruck. Das kann man machen. Wunderbar. Na, dann hauen wir mal ab. Weniger als 200 PS in 5 Minuten die Cops im Nacken. Wisst ihr was? Das klingt spannend genug, um uns das anzuschauen. Deswegen bauen wir uns jetzt mal schnell was mit 200 PS auf. Oder nehmen wir irgendwas Seriennahes? Ich weiß es noch nicht. Weil das könnte interessant werden. Das könnte definitiv interessant werden. Ich sag's euch, wie es ist. Alter, 200 PS, das ist halt nichts. Das ist halt gar nichts, ne? So, was machen wir dann? Aha. Kann ich auch drauf? Mir raucht hier irgendwie konsequent heute die Aufnahme ab. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Wir brauchen jedenfalls ein Auto mit 200 PS und wir haben 127.000. Das ist machbar. Da lässt sich bestimmt irgendwas finden. Was hat denn der Fox Body? Das wäre unser Startauto, ne? Das wäre jetzt mal ganz spannend, den wieder zu nutzen. Was hast du denn leistungstechnisch? Oh, zu viel. Du hast leider zu viel. Mit dem Golf.
So ein GTI kann bestimmt einiges. Ey, da wollte ich hin. Leistungsdienst, 108 PS. Bekommen wir den auf 199? Exakt. Was haben wir denn hier? 150 haben wir mittlerweile. 183, 175 können wir machen. 197, 198, ein bisschen Turbo, 198. Erstmal ist die Kiste natürlich. Das ist zu extrem. Sagen wir mal ganz dezent. Aber wir haben nicht so viel PS. Also wirklich viel Unterschied gibt es hier halt auch nicht, ne? Wir nehmen mal die dicke Schürze. Warum auch nicht? Keine Spoilerlippen für die Kiste? Inkompatibler Gegenstand. Okay. Okay, wir machen auf jeden Fall die dezente Verbreiterung dran. Really? Das passt halt mal so gar nicht zu der Front, ne? Ja, egal. Ja, und die passt jetzt. Ich frage gar nicht erst nach. Also eine Einlassöffnung für den Turbo ist zwar nicht notwendig bei dem Auto, aber man kann es mal machen. Jetzt sehen die Rohre bei der Kiste süß aus. Gibt es hier andere? Es gibt hier keine einzige Rückleuchte. What the fuck, Leute? Oh, aber eine Katzentreppe. Ich will die Katzentreppe. Und es gibt keinen Spoiler für die Kiste. Also, das ist schon traurig. Ja, wir nehmen mal die hier. Mir eigentlich relativ pumpe, was für Felgen auf die Kiste raufkommen. Aber die sehen halt auch nicht schlecht aus, ne? Und wir müssen auf jeden Fall noch was am Leistungstuning machen, also am Handling-Tuning in dem Fall. Und Nitro brauchen wir. Wir brauchen definitiv Nitro, sonst haben wir da keine Chance. Nee, wir nehmen Grip-Reifen. Das ist wichtig. Also eine 5 Minuten lange Verfolgung klingt eigentlich machbar mit dem Auto. So. Mal gucken, ob es ein schönes Design gibt. Definitiv. Also definitiv haben wir jetzt 5 Minuten mit dem Kopf spielen. Dann muss da so ein Design drauf. Da überlege ich auch gar nicht. Ups. Alter. Ach, der hat jetzt. Das ist wieder ein Kompressor, ne?
Ja, die Kompressoren im Spiel, die klingen auch so böse. So, 200 PS. Also weniger als 200. Klopfen wir mal freundlich an. Na komm. So, jetzt heißt es einfach nur 5 Minuten ausharren. Was sicher irgendwie machbar ist. Und nach abhauen. Und wir können auf Stufe 5 hochkommen, was mir jetzt nicht so gefällt. Worauf ich nicht so wirklich Bock drauf habe. Aber wohl auch irgendwo dazugehört. Mann, 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 Mann. Okay. Okay. Wir werden vermutlich auf Stufe 2 hochkommen, wenn das hier so ein zeitliches Dings ist. Und das sehen wir dann. Der Golf ist eigentlich auch eine relativ gute Wahl, weil es sollte eigentlich ziemlich leicht sein. Und dementsprechend machen hier 200 PS viel aus, weil die wenig PS auch wenig Auto bewegen müssen. Von daher ist das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Aber auf jeden Fall bewegen die 200 PS einen ziemlich inkompetenten Fahrer. Wie es aussieht. Na, wo sind sie denn? Hallo? Jetzt zählt es jetzt gleich wieder. Ja, es zählt weiter. Sehr schön. Das könnte jetzt ein wenig langwierig werden, ne? Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, aber könnt ihr ein bisschen skippen, wenn euch das nicht interessiert. Und heute kommt ja noch eine andere Folge. Also nicht Need for Speed, aber ich glaube Payback müsste heute kommen. Vielleicht ist das ja Entschädigung genug, weil wir machen heute in Payback auf jeden Fall lustige Dinge. Schaut auf jeden Fall rein, wird eine coole Mission. Ohne großartig viel spoilern zu wollen. Ja, Stufe 2 haben wir auf jeden Fall schon mal erreicht. Jetzt ist die Frage, wann kommt Stufe 3? Sag mir, wird das auf Dauer nicht so blöd? Fühlst du dich nicht etwas zu langsam für die Verfolgung? Und warum nietest du jetzt die Laternen um? Das macht doch keinen Sinn. Na, wo bleibst du denn? Aber langsam bist du auch nicht, ne? Überhaupt nicht. Aber überhaupt nicht. Gucken wir mal ein bisschen an. Ja, ich hab doch gerade mit dir gebremst. Was willst du denn? Ne? Dann fahre ich eben langsamer, wenn du das möchtest. Ist das so nett, bin ich zu dir. Das Nitro macht ja schon ordentlich viel aus. So, letzte Minute. Ich hoffe, das wird gewertet und nicht so. Ich habe mir das Rennen übrigens angeschaut. Das lag nicht an mir. Ich habe das Rennen gewonnen gegen Magnus. Warum auch immer das nicht gewertet wurde. Also das ist nicht meine Schuld gewesen. Ich bin auch erst so durchs Ziel und well. Ja, das sind halt so die klassischen Bugs hier, ne? Also da kann man auch gar nicht wirklich viel sagen.
Na komm. Na komm. Also ich dürfen wir wegziehen und ich würde sagen, das machen wir dann auch gleich. Und go. Los, kleiner Golf, zeig, was du kannst. Das waren die 5 Minuten. Komm, 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 komm. Kannst du driften? Nein, kann er nicht. Dafür ist er zu langsam und die Räder haben zu viel Grip. Aber er kann dafür die Geschwindigkeiten. Also die Geschwindigkeit gut in die Kurve mitnehmen, ne? So krass war das jetzt auch nicht, also ich bitte dich. Gut, wir haben keine neue Nachricht von ihm. Das heißt, wir porten uns nochmal schnell in die Hütte. Und dann mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall. Kommt der Golf wieder weg. Hey, er ist zu schwach. Wir könnten dann gleich mal schauen, was eine Lamborghini kostet und was die Viper im Verkauf bringt. Ich hätte schon Bock auf einen Aventador. Was bringst du denn im Verkauf? 142.000. Was bringst du? Den nehmen wir auf jeden Fall weg. Also den haben wir weg für 14.000. Definitiv. Mal die Viper aus. Eigentlich dumm, eigentlich müsste ich den Ford auswählen. 34.000. Also, das ist jetzt richtig ins Geld reingegangen, ne? Das ist ja richtig ins Geld gegangen, ne? Wir haben theoretisch 240.000. Theoretisch. Wisst ihr was? Das mach mal. Das mach mal, Leute. Wir kaufen uns in dieser Folge noch einen Lambo und bauen den ein wenig auf. Oder einen Ferrari. Der soll nämlich auch richtig gut abgehen. Aber ich glaube, das wird der Lamborghini. Hey, yo, Travis hier. Moin. Wir haben was Krasses vor. Jeder, also wirklich jeder wird dabei sein. Das wirst du dir doch wohl nicht entgehen lassen, Kumpel. Ja, mal gucken. Ich muss jetzt hier erstmal hier den Lambo ein bisschen aufbauen. 703 PS mittlerweile. Und die Kiste frisst Geld ohne Ende. Nein, der kostet uns nichts. Den nehmen wir doch gerne mit. Boah, das wird jetzt richtig ins Geld gehen, ne? Das ist euch hoffentlich bewusst. Und wir machen kein Handling und kein Nitro drin, ne? Ah, du Scheiße. Ja, gut, jetzt haben wir Nitro. Und jetzt fehlen uns noch Handling-Komponenten. Haben wir noch irgendetwas im Teile-Eingang, was wir verkaufen können? Das sollten die Reifen sein. Was der Teileingang so bringt. Jedenfalls haben wir jetzt wieder knappe 4000. Das wird uns zwar auch nicht so weit bringen, aber ein bisschen Handling-Tuning sollte drin sein.
Und dann haben wir einen 1000 PS Lamborghini. Gut, die Viper hatte zwar mehr Dampf, aber... Da fährt die Kiste jetzt Allrad. Das ist auch nicht zu vernachlässigen. So. Stabi ist gerade schon mal rein. Einstellbare Handbremse. Bringt zwar nur was beim Driften, aber fuck it. Extreme Grabräder. Ein kleines Stiff. Und ein Fahrwerk ist auch noch drin. Und damit sind wir volle Hütte. Topspeed 373. 0 auf 100 in 1,93 Sekunden. What the fuck? Das ist böse. Jetzt legen wir den Bock noch tiefer. Da gibt es mit Sicherheit. Also, es ist hier natürlich wieder. Es muss alles gelockt sein. Wir spielen Need for Speed 2015. Was erwarte ich auch? Es ist halt wirklich alles gelockt. Ich kann ja nur ein Bodykit machen. Ja, das würde ich schon ganz gerne nehmen. Also. Das sagt mir doch sehr zu. Dann würde ich sagen, schauen wir mal raus und hören uns mal den Boxer an, den wir hier wunderbar aufgebaut haben. Na, das klingt doch nach einem wunderbaren Plan. Nach einem wunderbaren Plan. Schon böse und er zieht auch gut, ne? Yes, der gefällt mir. So Leute, mit dieser wunderbaren Soundkulisse verabschieden wir uns für den heutigen Tag, beziehungsweise für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus. Ciao, ciao. Oh, hallo Freunde. Wenn ihr euch jetzt fragt, was zum Teufel ist das? Das ist die Endcard. Und ja, ich möchte euch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Es würde uns sehr freuen, denn wir freuen uns über jede Unterstützung. Und ja, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, ja, dann könnt ihr es doch einfach abonnieren. Also entweder unten oder hier oben. Auf den Kanal gehen und uns abonnieren und bitte auch die Glocke drücken, das würde uns sehr freuen. Dann werdet ihr nämlich sofort über jedes Video von uns direkt in Kenntnis gesetzt. So, und jetzt noch zum üblichen Stuff. Also, wenn ihr unser letztes Video sehen wollt, schaut hier. Wenn ihr ein zufälliges Video aus unserer Playlist sehen wollt, hier. Dann seht ihr irgendeins von diesen zufälligen Videos aus unserem großen Portfolio, das wir so haben. Ja, genau. Freunde, habt noch eine schöne Zeit und abonnieren. Nicht vergessen. Ich lese jetzt so lange weiter, bis alle abonniert haben.